Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar spielen wir heute wieder Zank. Und es ist mittlerweile die 5. Folge und ich joine auch gleich mal dem Server. So. Und ich habe mitbekommen, dass unser guter Freund Carrix tot ist. Und dass auch hier unser Feld etwas kaputt ist. Und was ich gerade auch mitbekomme, ist, dass unsere gesicherte Kiste oder unser Ofen kaputt ist. Und das werde ich auch dann nachher melden. Weil, wir hatten da ziemlich viel Eisen und alles. Das ist jetzt schon weg. Also, ich guck nochmal genau, ich möchte jetzt hier niemanden beschuldigen. Aber das finde ich jetzt nicht so geil. Das will ich am besten gleich mal jetzt in die Konfi schreiben. Weil, ja, das finde ich ist so nicht okay. Wer war das mit der Falle? Gleich mal fragen. Und ja, nebenbei uploade ich sogar noch ein paar Folgen. Weil, darum, so, ne, damit ich auch ein paar Folgen für den 4. und den 5. habe. Ich muss noch kurz weiter schreiben. Bei meiner Truhe und mein Ofen kaputt sind. So, okay, dann, was machen wir heute? Ich habe gemerkt, dass uns zum Beispiel Nico im Fersen ist, deshalb renne ich jetzt einfach mal weiter nach hier. Das darf man. Okay. Ich dachte, man darf nichts aus diesem gesicherten Truhen entfernen, sag ich mal, aber. Okay, wieso leckt das so? Vielleicht weil ich das uploade? Kann sein, juckt mich nicht. Es leckt wirklich durchs Uploaden. Tut mir leid dafür, aber ich muss jetzt mal. Wo bekomme ich den Schaden her? War die ganze Zeit. Das ist ja fast unspielbar. Das ist ja dumm. Also mit TNT, ich lese es einfach mal vor. Mit TNT sprengen ist erlaubt, solange die Truhe und der Ofen nicht das Hauptziel waren. Das ist doch dumm. Ich finde das dumm. Na gut, hier ist wieder das Dorf. So. Hier wird gerade rege diskutiert. Das ist witzig. Hier, hier. Und ist hier noch irgendwas? Nein, war ja da. Wo die Kiste verschwunden war auf einmal. Ich muss auch gleich noch ein bisschen Battlefield aufnehmen für euch. Ja, also nicht muss, sondern ich will es richtig hart. Okay, was habe ich gerade wieder für Scheiße? Das ist doch blöd, wenn man das sprengen darf, da könnte ich ja da irgendwo hingehen und sagen, ja, die Kiste war ja nicht mein Hauptziel. Ich wollte ja eigentlich nur das ganze Haus zerstören. Jetzt aus purem Zufall die Kiste auch mit zerstört worden. Tut mir jetzt leid. Ja, lol. Wir sind schon an der Border. Krass. Krass, krass. Hier. Das ist jetzt nicht so geil. Und ich werde mich einfach hier so jetzt gleich runterbauen.
wenn ich diesen Zombie irgendwann mal geklatscht habe. Na, geht doch. So. Das ist doch richtig behindert. Aber das ist echt scheiße, wenn man das darf. Da ist noch ein Dorf. Das loote ich jetzt. Das loote ich. Wenn hier schon jemand war, ey. Oder wenn hier wieder die Kiste kaputt ist, ne? Oder ich schweige, der nicht da ist, so. Ne? Dann ist das echt etwas merkwürdig. Dann finde ich das gar nicht gut. Nein. Nico ist da. Oh. Okay, krass. Wir haben kein Essen mehr. Freunde der Nacht. Wenn wir jetzt sterben, wäre es echt dumm. Deshalb hole ich mir da hinten Holz, sichere mir meine Truhe, dass, falls ich sterbe, meine Sachen wenigstens nicht wechseln. Da packe ich dann meine ganze Rüstung rein. Und alles. Okay. Alles da. Wird aber keinen Fight geben. Weil wenn wir es etwas blöd mit meiner Internet-Connection gerade. Hey, verpiss dich. Dass Nico jetzt nicht aus dem Hinterhalt bekommt. Das wäre nämlich echt asozial. Aber erlaubt. Wir brauchen noch ein Holz. Wenn ich es finde. Okay. Was mache ich denn da? Hier. So. Wo ist denn jetzt mal das Holz hin? Hey! Jetzt ist wieder da. Okay, ich werde die Folge auch hier etwas kürzer halten. Weil ich echt keinen Bock habe, so auf Stress, aber sonst kein Ding. Dann werde ich mich jetzt auch ja, noch nicht auslösen. Ich packe noch rein meine ganzen Sachen da rein. Okay. Davon. Na, ja, die kann rein so. Okay. Und dann werde ich auch sagen, was das von dieser Folge. Doch noch nicht, denn. Also, dann war es das mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.